ist so interessant, wir überlesen solche Sachen so oft. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich habe im Original Griechisch nachgelesen, was war eigentlich der Moment, wo der verlorene Sohn, der stinkt schon nach Schwein, weil er sich komplett verrannt hat, auf die Idee kommt, dass irgendwas falsch läuft in seinem Leben und dass er vielleicht umkehren sollte. Hier steht wörtlich, da ging er in sich. Er ging in sich selbst hinein und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr und so weiter. Wenn er in sich hineinging, kann man fragen, ja, wo war er denn vorher? Er war nicht zu Hause. Er ging in sich hinein und erkannte, wo mein Leben liegt in Scherben und ich hätte doch meinen Platz bei dem Vater.